Der Ursprung des Inka-Reichs liegt in den Anden des 13. Jahrhunderts. Es wuchs zu einem der größten in Südamerika. Sein Zentrum war die historische Stadt Cusco. Nicht weit davon liegt Machu Picchu, eine königliche Palastanlage und eine der größten baulichen Leistungen der Weltgeschichte. Der Verstand weigert sich zu akzeptieren, dass so etwas möglich ist. Diesen Ort sollte man wirklich gesehen haben. Auf dem Gipfel eines Berges, fast 2400 Meter über dem Meeresspiegel, entstand eine komplett autarke Stadt mit mehr als 200 steinernen Gebäuden. Und noch einmal 300 Meter höher ragt über ihr der Huayna Picchu auf. Auch auf ihm wurden Terrassen angelegt, an einem Berg mit fast senkrechten Flanken. Beide Anlagen, Huayna Picchu und Machu Picchu, entstanden in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Pachacutec, ein Inka-Herrscher, der mehr als 30 Jahre lang regierte, gab sie in Auftrag. Wir sind hier, weil wir wissen wollen, wie es die Inka fertigbrachten, solche Städte zu errichten. Und unsere moderne Technik soll uns dabei helfen. Erst seit kurzem gibt es mobile Geräte, die so handlich sind, dass man mit ihnen zu all diesen interessanten Orten reisen kann und die darüber hinaus leistungsfähig genug sind, dass sie die Geheimnisse der inneren Strukturen offenbaren können. Mit kurzen Lichtimpulsen vermisst der mobile Laserscanner Objekte mit unglaublicher Präzision. Was in diesen kleinen Kästen steckt, eröffnet unseren Experten bisher ungeahnte Möglichkeiten. Aus einer Punktwolke aus über einer Milliarde Messpunkten entsteht ein faszinierendes dreidimensionales Bild von Bauwerken, die Millionen Tonnen schwer sind. Man kann es in alle Richtungen drehen und wenden. Diese Abermillionen von Daten der Präzisionsmessungen führen uns in die Entstehungszeit zurück und helfen uns, die Rätsel der Vergangenheit zu lösen. Der Schlüssel zum Verständnis jedoch liegt in der richtigen Interpretation der Daten. Dazu bedienen wir uns der Erfahrung eines der besten Bauingenieure der Welt, Steve Burrows. Der anerkannte Fachmann in der Welt des modernen Bauens hat bei so eindrucksvollen Bauwerken wie dem Olympiastadion in Peking, dem sogenannten Vogelnest, der Allianz Arena in München und dem Etihad-Stadion in Manchester mitgewirkt. Steve wollte schon immer die Geheimnisse vergangener Baukunst entschlüsseln. Jetzt steht ihm die Technik zur Verfügung, die genau das möglich macht. Ich muss verstehen, wie die Baumeister der Inka arbeiteten. Denk wie ein Inka. Ganz genau.